Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Montague's Mount. Und wir sind ja hier immer noch auf dieser Insel gewesen. Tun, sind wir schon die ganze Zeit. Und hier hängt wieder jemand ab. Haben wir ja gesehen, hier liegen ein paar Leichen rum. Und wir haben letztes Mal irgendwie versucht, dieses merkwürdige Rätsel mit dem Kompass zu lösen, was aber irgendwie nicht so ganz funktioniert hatte. Und ich habe da auch tatsächlich schon zwei oder drei Anläufe gebraucht gehabt und ich habe das irgendwie nicht richtig lösen können. Das war ja, ne, mit der Draufstellen und sowas. Und dann hatten wir hier die Tafel, die wollte ich nochmal kurz zeigen. Ne, diese Tafel hier, die kann man sich ja nochmal angucken. Hier ist der Leuchtturm und irgendwie soll ich das mit meinen Ausrichtungen machen und zeigt der Pfeil dahin und der dahin, da ist Norden und dann haben wir da irgendwie versucht, das auszurichten und habe ich geguckt und ich habe, ich gehe jetzt mal hier runter zu den Kompassen und habe da versucht und geguckt und habe überlegt, wie soll denn das gehen und warum geht denn das nicht und dann, ich habe es einfach nicht hingekriegt, ich muss zugeben, ich gebe das ja immer zu, wenn ich es tue, weil, also ich tue jetzt da nicht so, als hätte ich jetzt die Lösung irgendwie so gefunden. Nee, ich habe tatsächlich nachgucken müssen und anscheinend ist das Kompassrätsel hier gar nicht so einfach. Was mir auch noch erschwert hat, ist, dass ich nicht wusste, dass wenn ich auf Q drücke, ein Kompass erscheint. Ich habe die Lösung jetzt immer noch nicht komplett ganz verstanden, aber weil ich glaube, es hat anscheinend ist diese Zeichnung auf der Tafel, hat die anscheinend überhaupt nichts richtig damit zu tun. Im Grunde ist es jetzt so, dass wir uns hier hinstellen müssen. Hier sind ja die Fußspuren. Das verstehe ich dann jetzt gleich schon, aber dass ich den Kompass anmache und jetzt sehen wir, wir stehen praktisch, der Leuchtturm ist da hinten und die Nadel vom Kompass zeigt in Richtung Süd-Süd-Ost. Und jetzt müssen wir praktisch den Kompass so einstellen. Also, ne, jetzt müssen wir gucken, das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber dieses Ding hier, ne, ist ja so ein Ding, ne, das zeigt irgendwo hin. Und genau da, wo das hin zeigt, da, so muss ich den Kompass einstellen, dass der auf Süd-Südwest zeigt. Das kann man hier sehen, so ein bisschen Ost, Entschuldigung, Süd-Süd und ein bisschen Ost, ne, habe ich jetzt hier. Ich hoffe, man kann das erkennen, weil es ist echt ein bisschen dunkel, aber ich glaube, das funktioniert. Und, das habe ich schon richtig eingestellt, weil, ich das ja rumprobieren musste, ob das auch so funktioniert, wie ich das gemacht habe. Und da hinten leuchtet jetzt so eine rote Lampe. Und also habe ich das richtig eingestellt. Das wusste ich auch vorher nicht. Das habe ich auch da gelesen gehabt dann, wo ich da nachgeguckt hatte, wie das hier funktionieren sollte. Und jetzt ergibt nur für mich dieses Süd-Südwest, ergibt schon für mich Sinn. Ne? Wenn man jetzt hier so guckt, der Leuchtturm ist da hinten, das ergibt schon Sinn. Aber ich habe gedacht, man müsste irgendwie mit diesem Kompass auf diesen Tafeln irgendwie was anfangen und das nach dem einstellen und nicht nach was anderem. Und hier leuchtet schon eine zweite Lampe. Die habe ich auch schon eingestellt. Da gehe ich jetzt mal schnell. Schnell ist jetzt relativ, aber wir gehen da mal rüber. Da habe ich das nämlich auch schon ausprobiert gehabt. Und also es funktioniert. Ich weiß schon jetzt, wie es funktioniert, aber das ist irgendwie, war das merkwürdig. Ich bin da rumgeirrt über eine Stunde oder was und habe an diesen dummen Kompass-Dingern rumgespielt, weil ich auch nicht gewusst habe, dass die Lampe da hinten leuchtet, die mir das anzeigt. Und die haben auch, glaube ich, nie geleuchtet. Also ich habe es, glaube ich, immer falsch gemacht. Also ich habe, das wäre mir, glaube ich, aufgefallen, wenn die da hinten geleuchtet hätte. Und ich habe es anscheinend immer falsch gemacht. Und da musste ich tatsächlich irgendwie so ein bisschen nachgucken. Ich wusste halt auch nicht, dass das mit dem Kompass hier funktioniert, mit dem Q. Das haben wir ja nie gebraucht gehabt. Das stand auch nirgendwo. So, und wenn man sich hier hinstellt, das ist relativ einfach gewesen. Da ist ja der Leuchtturm, da sehen wir ihn. Ist praktisch der Norden im Norden. Und deshalb müssen wir diese Nadel auf Norden stellen. Ne, diese Nadel zeigt jetzt, hier oben ist Süden und da unten ist Norden und deshalb leuchtet auch die zweite Lampe. Und jetzt müssen wir die dritte einstellen, die habe ich noch nicht eingestellt, weil ich nehme mal an, wenn wir alle drei eingestellt haben, passiert dann irgendwas. Und bin ich mal gespannt, das ist irgendwie nicht ganz so einfach, das habe ich schon ein bisschen probiert gehabt, bevor ich das da hinten gemacht hatte. Aber ich habe gedacht, wenn ich es jetzt einstelle und Stückchen für Stückchen drehe, weil das muss ziemlich genau sein und dieser Kompass ist, also dieses Rätsel ist so ein bisschen, also ich weiß nicht, ist auf eine gewisse Art und Weise ganz cool, aber auf eine andere Art und Weise schon wieder ein bisschen zu schwer, weil dieser Kompass ziemlich sensibel einzustellen ist und wenn man da anscheinend nicht direkt genau das Richtige trifft in dieser Kompassnadel, dann hat man verschissen. Und man muss auch jedes Mal hinlaufen, um diese Ampel da hinten zu sehen, weil die sieht man von hier nicht, da muss man wieder nach hinten latschen. So, und wenn ich mich jetzt hier hinstelle, kann man sehen, befindet sich der Leuchtturm jetzt so im Osten. Also, ne, im Osten ist jetzt die Nadel, die schlägt jetzt dahin aus.
Osten, Osten, Osten. Jetzt müssen wir mal hier gucken. Das müsste eigentlich hier. Jetzt langsam, guck mal, wie. Ich drehe das nur ein Stückchen. Ich denke mal, man kann es sehen, hoffentlich. Das ist nicht viel. Und wenn da eins falsch ist, das ist ja dann. Dann hast du ja. Das ist ja wirklich ziemlich, ziemlich schwer. Aber wir müssen, glaube ich, weiter nach unten. Und ich hoffe mal, dass wir das jetzt hinkriegen. Und wir haben es geschafft. Das war jetzt nicht mehr so schwer. Du hörst ein entferntes metallisches Klirren. Der letzte war natürlich jetzt nicht schwer, weil die anderen zwei ja richtig eingestellt waren. Aber insgesamt das Rätsel, muss ich sagen. Ist da was drin? Nee, ne? Das ist der Deckel. Der hat eine Luke. Aber dieses. Ne, also das verstehe ich schon, aber das mit dem Q fehlte mir. Und diese drei Kompassnadeln auf dieser Zeichnung, die haben anscheinend überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Das war anscheinend irgendwie einfach eine Falle oder sowas. Also nicht eine Falle, aber das war ein bisschen unnütz, möchte ich mal sagen. Weil ich gedacht habe, ich muss es nach denen einstellen und nicht nach meinem eigenen Kompass, von dem ich noch nicht mal wusste, dass wir den haben. Weil mir das keiner gesagt hatte. Und weil ich nicht, die Steuerung durchgeguckt habe. Aber ist egal, wir haben es jetzt mehr oder weniger gelöst. Und ich denke mal, da oben war ja ein Tor. Ich denke mal, das wird sich jetzt geöffnet haben. Aber das Rätsel, muss ich sagen, das war so ein bisschen doof. Aber ich glaube, ich habe immer so nachgeguckt bei anderen Leuten, die das auch hier Let's Play haben. Die haben, glaube ich, auch immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Kompass gehabt, beziehungsweise bis sie das Rätsels Lösung hier gefunden haben. Und tatsächlich, das Tor ist offen. Ja, hier war das Tor. Was ich auch lustig finde, ist, dass da oben eine kleine Flamme brennt. Eigentlich dürfte das ja im Grunde, es ist ja so, dass die ganzen Leichen hier ja jetzt noch relativ taufrisch aussehen. Ich meine, die sind jetzt hier der Witterung ausgesetzt. Normalerweise müssten die relativ schnell verfallen. Also normalerweise dürften die hier nicht jahrelang schon hier liegen. Die müssten eigentlich relativ frisch sein. Die dürften vielleicht gerade mal, weiß nicht, eine Woche, zwei, höchstens einen Monat oder so. Und dieses, dass hier da oben eine Flamme brennt, das macht mich auch nervös, weil das ist ja hier auch nicht Unendlichkeit. So, es geht hier hin, es geht dahin, es geht da runter. Da geht's hier hin. Ich guck gerade mal hier. Hier ist zu. Sehen wir drüber nichts, ne? Nicht, dass hier wieder irgendwo einer in den Bäumen hängt. Da ist noch ein Grab, das haben wir ja gesucht. Die Gräber, die suchen wir und finden wir ja hier. Das gibt ja Achievements bei Steam. Und hier ist auch noch ein Kreuz, das passt ja ganz wunderbar. Und ich habe Cillizen McLaughlins Grab gefunden. Was auch ganz schön ist. Hier liegt aber sonst, glaube ich, nichts, ne? Kate Kane, okay. Wir gehen mal weiter. Da hinten haben wir ja gesehen, da liegt schon ein Zettel, den würde ich mir gerne mal an oder durchlesen. So, was ist denn das hier? Höhlen. Ah, okay. Dann gucken wir uns jetzt hier mal den Zettel an. Ein Stück Papier. 21. Dezember 1993. Leuchtturm. Sein Auge wacht über diesen Ort und hält die Außenwelt auf sicherer Distanz. Wie viele Menschen hat diese Seuche nun dahingerafft? Wie viele Menschen haben sich aus purer Verzweiflung das Leben genommen? Wenn ich doch nur dieses Tor öffnen könnte. Obwohl noch ein paar Leute in der Siedlung bei der Blind Fox. Obwohl noch ein paar Leute in der Siedlung bei der Blind Fox Zunge sind. Hilfe, ich muss Hilfe holen. Ich dachte, obwohl, und ich habe mich schon gewundert, warum das auseinandergeschrieben wurde. Hier ist es wieder sehr düster. Ich bin so gut bei den Anfängen, aber am Ende scheine ich immer alles zu zerstören. Einschließlich mich selbst. Kira van Gelder. Ha! War eigentlich ein ganz cooler Spruch. Und hier geht's zu den Höhlen und hier ist noch ein Grab. Meine gefiederten Freunde sind zurück und beobachten mich genau. Sie scheinen völlig unbeeindruckt von dem Vakuum, das alles andere so ohnmächtig zurückgelassen hat. Sind sie die letzten Überbleibsel einer einst lebendigen Insel voller Farbe und Leben? Ich scheine mich an diesen Ort zu erinnern. Ja, eine fremde Stimme aus der Vergangenheit. Die Wärme der Sonne auf unseren Rücken, als wir Steine durch das Wasser hüpfen ließen. Aha, okay. Ich nehme erstmal das Kreuz mit.
Aber hier kann man jetzt sonst nichts angucken, oder? Doch, ein religiöser Schrein. Wir haben ja schon einen religiösen Stein gefunden. Und jetzt einen Schrein. Da hinten ist eine Höhle. Da geht's hoch. Da geht's runter. Nee, das ist ein Dach. Da geht's nicht hoch. Hier ist wieder... Wo ist es hin? Hier ist ein Haus. Ich habe gerade das Haus gesucht. Okay, da unten geht's weiter. Wir müssen jetzt mal... Ich sehe hier sehr, sehr, sehr wenig. Da ist auch nicht die... Wo ist denn der... Ah, hier ist der Eingang. Gibt es Lichtschalter? Geheimen Bereich gefunden. Ach, das sollte ich gar nicht finden. Das finde ich ja schön. Ach, hier. Ach, das ist nur für eine Postkarte. Und hier sind mal... Hä? Hier sind doch immer die Postkarten drin. Das sieht doch genauso aus. Ich veräppeln? Warum habe ich denn jetzt einen geheimen Bereich gefunden, wo nichts ist? Ah! Noch ein Kreuz und wir merken uns mal 2, 32, schreibe ich mir auf, hab Zettel. 2-32. Entweder ist das wieder so eine Kombination und uns fehlt ein Eif. Ah, für ein Safe. Ah, und hier. 4. Alter, was ist denn jetzt? Wird's. Ach! Jetzt muss ich auch noch rechnen oder was? Das kann ja jetzt nicht wahr sein. 2 minus 32. Ist das ein Minus? Ist das. Das wäre ja jetzt dann 3, minus 30. Was ist das? 1 minus 5? Oh nee, jetzt bitte keine Rechenaufgaben. 4 minus 79. Nein, das sind auch keine Rechenaufgaben, das ist die Nummer. Ich brauche nur eine Zahl, das ist keine Rechenaufgabe. Nein, ist es nicht. Ein Kleiderschrank aus Kiefernholz. Mach den Schrank auf. Ist hier keine Kom. Nein, das ist die 1 und die 2 stehen jeweils für. Ist da. Liegt da nicht was drin? Hä, da liegt da was drin oder nicht? Komisch gerade. Nee, hier liegt anscheinend nichts. Uns fehlt noch eine Nummer. Warte mal, hier fehlt noch. Hier muss noch irgendwo ein Zettel sein. Also das ist die erste. Das ist die erste Einstellung, das ist die vierte Einstellung, das ist die zweite Einstellung. Ein stabiler Ofen. Mir fehlt jetzt aber nur die letzte Zahl. Wo ist die denn jetzt? Ist die hier drinne? Ich meine, wenn das ein geheimer Bereich ist, dann ist das ja irgendwas. Außerdem sind die ziemlich nah beieinander. Aber ich glaube, ich muss mal gerade. Ganz kurz eine Pause machen. Ich sehe nämlich nichts, weil jetzt bei mir Sonne scheint und bei dem dunklen Spiel ist es wunderbar. Sekunde, bin gleich wieder da. Sekunde. So, da bin ich wieder. Das ist toll. Den ganzen Tag hat es bei mir geregnet und wenn ich aufnehmen will, scheint die Sonne. Was eine Verarschung. Also wir müssen nicht rechnen, ne? Das ist die Kommission. Uns fehlt aber noch ein Zettel. Da, klar können wir das aufmachen. Zieh mir doch nichts. Warum konnte er denn das eben nicht aufmachen? Und 3 ist, 51. Das ist kein Problem. Wir öffnen mal kurz den Safe. Kommt schon. Eher das Rädchen. Ja, genau. So, die erste Kombination war eine 5. Eine 5. Die zweite Kombination ist eine 32. Die dritte ist eine 51. Und die letzte Kombination ist eine 79. Haben wir ja alles auf den Zetteln gelesen. Kombinationswerte eingestellt. Und jetzt leuchtet hier wieder... dieses Schlossöffnungsteil, Schließmechanismus. Und wir gucken mal, was da drin ist. Eine Postkarte. Diesmal ein bisschen geschnittener Torf. Ein bisschen geheimer versteckt, die Dings. Das ist die wunderschönste Postkarte, die ich jemals gesehen habe. Geschnittener Torf. Ich bin restlos begeistert. Da das ein geheimer Bereich ist, denke ich mal, finden wir hier vielleicht nichts mehr. Und das da unten erkenne ich immer noch nicht. Das ist wahrscheinlich irgendwie ein Bug. Das soll ein Buch sein oder so. So, der geheime Bereich war sehr geheim, weil das Haus sehr klein war. Und wir gehen jetzt mal hier weiter. Und hier sind lauter Glühwürmchen. Ich hoffe, es sind Glühwürmchen. Ich sehe ein Kreuz, das will ich als erstes mitnehmen. Und ich sehe, jetzt häufen sich die Kreuze, uns fehlen ja auch noch viele. Ich gucke gerade mal mir diesen Zettel hier an. 20. November 1993. Schmerzen in der Brust. Alle Boote sind nun längst fort und es sieht aus, als wären wir nun alle entweder dem Wetter oder der Pest ausgesetzt. Sowohl Peter als auch Rachel sind durch die Krankheit bettlägerig und ich verspüre nun auch Schmerzen in der Brust. Ich sage Rachel immer wieder, dass es bald vorbei sein wird. Ja.
Vorbei war es ja anscheinend. Und das hier ist irgendwie ein eingestürztes Haus oder irgendwie sowas. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher in dieser Hinsicht. Ich würde gerne wieder zurück. Ich will nämlich gucken, ob hier noch irgendwas liegt. Nein. Gehen wir mal weiter. Boah, man, aber diese Bäume sind schon ein bisschen gruselig. Ah ne, ich dachte, wir hier noch einen Zettel. Langsam sind wir aber auch, glaube ich, einmal um die Insel rum. Ach, es ist ein Schrank. Ich dachte, es wäre ein Sarg. Ist da was drin? In den Schubladen kann ich nicht reingucken und da scheint nichts zu liegen. Ein toter Mann, möge Gott seiner Seele gnädig sein. So, einmal kurz rübergelaufen. Oh Mann, was macht der Typ denn? Eine tote Frau, möge Gott ihre Seele gnädig sein. Sind das Peter und Rachel? Beziehungsweise der Vater und Rachel? Der Mann und Rachel? Oder ist das Zufall, dass hier Mann und Frau liegen? Da hinten sind die Höhlen, glaube ich. Oh, hier ist ein Zaun. Hab ich gar nicht gesehen. Es ist dunkel hier. Ist extrem dunkel gerade. Eine Holzpalette. Das sind die ganz normalen Hummerreusen. Und jetzt hat er lustigerweise gespeichert. Und ich würde sagen, das nehme ich jetzt doch mal als Anlass, weil wer weiß, wann das nächste Mal wieder gespeichert wird. Das nehme ich jetzt mal als Anlass, hier die Folge zu beenden. Und weil der speichert ja immer nur an bestimmten Punkten und das dauert bestimmt, bis der nächste kommt, wenn der schon automatisch speichert, ohne dass ich irgendetwas dafür getan habe. Und würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Da hinten sehen wir ja, dass es weitergeht hier rum. Und bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.